Also ein schlechter Film ist zum ersten schlechter Schauspieler, schlechte Geschichte, schlechte Inszenierung, schlechte Licht. Alles, was man schlecht finden kann in einem Film. Am meisten die Folgen. Also ein Film macht einen Erfolg und dann machen wir dazu Folge dazu. Und ich bin immer enttäuscht von der Folge von einem Film, der erste Teil gut war und danach schlecht, sind nicht gut gegangen. Weil der Gedanke hinterher ist nur um Personen mehr zum Profit und nicht die Charakter zum Weiterentwickeln. Oder andere schlechte Filme sind die Comics-Adaptation im Kino. Ich komme aus Frankreich und wir haben eine große Comics-Kultur. Und das funktioniert leider die Verfilmung von Comics im Kino nicht so gut als der Comic selbst zum Lesen. Als Killer-Krokodil, ich weiß nicht, ob sie das geht. Aber es ist schlecht, aber das ist so schlecht gemacht, da muss man nur lachen. Das ist so wie dieser Film, die nach dem Film von Spielberg mit Jaws, mit dem Haier. Da haben alle andere Filme gemacht mit einmal eine Anaconda und das gibt es einen Film als Killer-Krokodil und das ist super schlecht gemacht, weil gibt es eine Szene, die einfach großartig ist, wo ein blondes Mädchen und schuldiges Mädchen ist neben dem Fluss, wo der böse Krokodil ist und sieht man mit der Kamera vor man den Krokodil und einmal ist mit auf die Mädchen, sieht man den Krokodil und Krokodil macht den Mund auf und ist die Kamera in der Mund vom Krokodil und das mit der Spannung Musik dann 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 und dann die Mädchen sieht der Krokodil kommen und fangen zum Schreien und dann dann dann, das ist 30 Sekunden lange Szene und 30 Sekunden hast du die Zeit einfach weglaufen von der Zeit von dem Fluss und der Krokodil ist im Arsch. Für mich ist gut, wenn man ist berührt von der Geschichte. Komplett begeistert von den Schauspielern. Auch wenn ein sehr berühmter Schauspieler in der Film ist, das jeder kennt. Und auf einmal vergisst man, dass er der Schauspieler ist. Und ist man total gefangen in der Geschichte oder selbst kommt die Tränen im Auge und sagt, Alter, das ist schon ein Film, warum weinst du eigentlich? Oder dieser epische Film von asiatischer Kino, wo das Bild und der Poetische in dem Film ist einfach unglaublich. Es ist schön, da gibt es eine sehr schöne Ästhetik in alles, in der Musik, in der Verfilmung, in der ganzen Bewegung von den Schauspielern und alles. Und die ganzen Gefühle sind da und sie vergessen einfach auf einmal, dass es ein Film ist. Ein Saint-Janivert, das ist der Titel in Französisch, das heißt eine Affe im Winter. Und es ist mit Belmondo, der war ganz jung, und Jean Gabin. Die Beziehung zwischen Menschen, zwischen zwei Generationen, die eigentlich fast den gleichen Schicksal gefolgt haben und die sich miteinander treffen. Einer, der alt hat, sein Schicksal von der Seite her. Und er, der Jungs, bringt wieder die Erinnerung von seinem Leben vorher. Und die wird dann zusammen einen Teil von ihrem Leben mitteilen. Und das ist ein wunderbarer Film, dass ich von diesem Film sehr berührt war. Q-Kid ist kennen, nicht ganz. Das Konzept, ich finde sehr lustig, dass die Leute einfach selbst wählen, was für sie gut ist oder nicht. Und das gibt die Freiheit zu den Menschen in dieser ganzen Einfluss vom Film und sagen, mit der großen Promotion, dass ein Blockbuster musste gut sein und muss das ansehen. Und dass auf einmal die Leute sagen, schauen, ein großer Blockbuster wie Fast and Furious, egal wie 1, 2, 3, 4, 6 oder 10.000 ist, das ist immer eine Chance. Und das ist, was ich finde gut beim Q-Kid, ist, dass die Leute einfach frei sind zu wählen,
was sie wollen für Film und sagen, das ist schlecht. Und sollte die Leute mehr in die Richtung denken und für sich selbst wählen, was gut ist oder nicht, und nicht sich beeinflussen lassen von draußen, von die Menge oder von was die Leute, die verkaufen, die Sachen imponieren wollen.